Hallo, ich bin Regina Krömer, Redakteurin bei der Mediengruppe Mainpost und schön, dass Sie bei unserer E-Paper-Video-Erklärreihe dabei sind. Diesmal geht es um das schöne Thema, wie nutzen Sie das E-Paper im Web? Da möchte ich Sie jetzt an die Hand nehmen und Schritt für Schritt zeigen, wie wir gemeinsam zum Ziel kommen. Und ich habe jetzt hier ein Apple-Gerät, ein Tablet und wir gehen jetzt erstmal gemeinsam ins Internet über den Browser Safari. Ich gebe in der Suchleiste ein epaper.meinpost.de und hier sind wir, die Mainpost. Herzlich willkommen bei der Mainpost, sehr gerne. Bevor wir gemeinsam loslegen, müssen wir dem System erstmal sagen, dass wir auch da sind und dazu melden wir uns an. Ganz oben rechts sehen Sie drei Striche, da tippen wir drauf, da gibt es die unterschiedlichen Optionen und da sehen wir auch anmelden, ganz unten unter den häufig gestellten Fragen, den Fax. Und da melden wir uns an mit Mustermann Martina. So, und jetzt sind wir angemeldet und sind auf der Startseite unseres E-Papers. Wie Sie sich für das E-Paper registrieren, wie Sie sich anmelden, das habe ich Ihnen in einem Video erklärt, Registrierung für das E-Paper, und das ist auch hier verlinkt. Das können Sie in Ruhe noch einmal nachvollziehen. Hier auf der Startseite ist der Fokus auf der aktuellen Ausgabe. Das erkennen Sie auch daran, dass unten links das Datum steht. Rechts daneben sehen Sie einen nach unten zeigenden Pfeil. Hierüber können Sie die aktuelle Ausgabe herunterladen. Die ist dann auf Ihrem Gerät abgespeichert. Das heißt für Sie, dass Sie die Zeitung jederzeit lesen können, ohne dass Sie dafür ins Internet müssen. Sie haben im E-Paper aber auch Zugriff auf alte Ausgaben der Tageszeitung und alle anderen Magazine. Dazu klicken Sie oben auf Alle Anzeigen und da sehen Sie jetzt die Ausgaben und Sie lesen da auch Ausgaben bis zum 2. Januar 2010 verfügbar. Das heißt, Sie können munter im Archiv stöbern und wirklich den Geburtstag Ihres Enkels nachvollziehen am so und so vielten, so und so vielten. Hier geben wir jetzt zum Beispiel mal den Nikolaustag 2018 ein mit einer jungen Angela Merkel auf dem Titelbild. Sie sehen oben rechts diese drei untereinander liegenden waagerechten Striche. Wenn Sie darauf tippen, haben Sie unterschiedliche Möglichkeiten. Zum Beispiel können Sie nach Regionen filtern. Jetzt mal auf Region, da sehen Sie von Würzburg bis nach Haßfurt. Entscheiden uns jetzt einfach mal für die Region Kitzingen. Das Schöne beim E-Paper ist, dass Sie unter all diesen Regionen auswählen können. Sie können also mehrere Ausgaben der Mainpost vom jeweiligen Datum lesen. Jetzt gehen wir mal in die aktuelle Ausgabe rein. Jetzt haben wir die komplette Ausgabe aus Kitzingen vom 16. Januar 2024. An den blauen Pfeilen rechts können Sie weiterklicken und haben die unterschiedlichen Seiten, also die komplette Ausgabe. Sie können sich dann auch wieder zurückklicken. So wie die Zeitung jetzt angezeigt wird, fällt einem das Lesen ziemlich schwer, weil Schrift und Text sind einfach zu klein. Das können Sie aber ändern, indem Sie den sogenannten Lesemodus öffnen. Im Lesemodus wird Ihnen jeder Inhalt einzeln und vergrößert angezeigt. Das heißt, Sie tippen jetzt einfach wie hier auf den Artikel auf das griechische Wirtschaftswunder und sind im Lesemodus. Das heißt, die Schrift ist schon ganz anders, die Anmutung ist jetzt auch anders. Und oben sehen Sie ein A- und ein A+. Wenn Sie jetzt auf das A+ zum Beispiel gehen, können Sie die Schrift beliebig groß machen. Und diese Funktion ist auch gerade, wenn Sie eine leichte Sehbehinderung haben, sehr hilfreich, weil Sie wirklich da selbst bestimmen können, mit welcher Schrift Sie Ihre Zeitung lesen möchten. Daneben befindet sich das Druckersymbol, das ist neben dem A+. Und wenn Sie das anklicken, können Sie den Artikel, den Sie gerade geöffnet haben, einfach ausdrucken. Neben dem Druckersymbol ist das PDF-Zeichen. Wenn Sie hier draufklicken, können Sie den Artikel als sogenannte PDF-Datei herunterladen. Das ist also die Druckanmutung, wie es auch in der Tageszeitung, im E-Paper, im Layout normal ausschaut. Dann gibt es noch ein Symbol, das sind die drei senkrechten Punkte. Hier haben Sie noch weitere Funktionen für den Artikel. Sie können den Artikel auf die Merkliste setzen. Sie können den Artikel auch als Bild speichern.
Sie können diesen Artikel jetzt auch als E-Mail senden. Da gehen Sie hier auf dieses E-Mail-Symbol und können den Beitrag an wen auch immer schicken, weil er interessant ist. Und Sie können ihn auch auf sozialen Medien teilen, also auf Facebook oder auch auf X. X war früher Twitter. All das können Sie machen. Und die Leseransicht schließen Sie, indem Sie oben rechts auf das X klicken. Zu guter Letzt schauen wir noch mal gemeinsam nach oben links. Da sind die drei Striche, die untereinander liegen. Und über diese Funktion können Sie eine Übersicht über bestimmte Artikel bekommen. Das heißt also, ich gehe jetzt mal drauf. Sie können bestimmte Rubriken auswählen. Hier jetzt zum Beispiel Politik. Wenn ich da drauf gehe, kann ich aber auch sagen, ich hätte jetzt gerne mal bitte die Beiträge aus dem Kulturbereich. Das kann ich wählen. Unter diesen Wahlfunktionen sehe ich zum Beispiel auch diese Suchlupe. Wenn ich auf die Suchlupe gehe, kann ich einen bestimmten Begriff suchen. Zum Beispiel gebe ich jetzt mal einen Beckenbauer. Und schau mal, was mir das E-Paper da zeigt. Beckenbauer. Plötzliche Abkehr. Unsere Berichterstattung über den Tod von Franz Beckenbauer. Da kann ich jetzt dann zur Seite gehen oder zum Artikel. Ich gehe jetzt mal hier zum Artikel und bin direkt in der Leseransicht. Kann hier wieder auf Plus gehen, kann mir das vergrößern, kann hier auch, wenn ich das möchte, wieder auf Social Media teilen, als E-Mail senden und so weiter. So, und jetzt sind wir wieder in der normalen Ansicht und hier gibt es auch noch Funktionen. Sie können zum Beispiel den Artikel vergrößern, indem Sie zoomen. Das heißt also, Sie vergrößern die Seite und Sie tippen oben auf das Plus und sehen diese Pfeile, und wenn Sie da drauf drücken, können Sie nach links auf die Seite springen oder nach unten auf die Seite, wie Sie das möchten. Und jetzt können Sie mit Daumen und Zeigefinger die Größe, die Sie wollen, selbst auswählen. Oder wenn Sie die Finger zusammenziehen, wird es auch wieder kleiner. Das müssen Sie einfach ein bisschen ausprobieren. Das macht auch jeder nach eigenem Gusto. Aber auch diese Möglichkeit gibt es für Sie. Sie haben unterschiedliche Möglichkeiten, sich die Zeitung zu erschließen. Sie können zum Beispiel unten am Fuß der Seite auf dieses Feld Inhalt gehen. Und dann bekommen Sie die Zeitung quasi in einem Fließfilm gezeigt. Und da steht oben über den Seiten das jeweilige Ressort, die Sparte, Politik, Meinung, Veranstaltungen, Bayern, Sonderseiten. Das sehen Sie dann, also für die schnelle Suche können Sie dann direkt sagen, für mich ist jetzt der Lokalsport interessant, können das dann auswählen und Sie sind dann direkt im Lokalsport. Das ist für die Schnellsuche und die Seite öffnet sich immer, sobald Sie drauf tippen. Und das waren schon die Funktionen, die Ihnen das E-Paper im Web bietet. Es gibt noch andere Videos, zum Beispiel, wie Sie das E-Paper in der App lesen können. Da gibt es zum Beispiel so Geschichten wie, dass Sie das E-Paper sich vorlesen lassen können. Schauen Sie also gerne in unsere weiteren Videos rein. Ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Freude daran, sind ein Stückchen schlauer und ich verabschiede mich. Tschüss!